Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf diesem Kanal von Mechabellum, wie sich selbst von selbst versteht. Und ja, ich habe heute den Gegner, der hat 200.000 Punkte. Also hatte einen Gegner im Spiel, der 200.000 Punkte hat, und ich zum Zeitpunkt wahrscheinlich ungefähr um die 100.000. Und mein Gegner hat zu Quick Supply gewählt und ich habe mich für Speed entschieden. Und dann schauen wir einfach an, wie ich das angehe. Also wir sehen jetzt, mein Gegner hat hier Stormcaller und Arclight. Und ich habe Arclight und Sledgehammer. Und was man ja auch sehr schön sehen kann, mein Gegner stellt sehr offensiv auf. Und ich stelle sehr defensiv auf. Und dann schauen wir, was wir beide zukaufen noch. So, ich stelle mal gerade hier den Chat noch aus. Und wie wir sehen können, habe ich noch einen Rhino auf die Flanke gestellt und er hat sich für... gute Frage, für gar nichts entschieden, oder ich habe es gerade verpasst wegen dem Sound gedönst. Sorry dafür. Wir gucken jetzt gleich einfach nochmal rein. Also er hat anscheinend wirklich nichts weiter großartig gekauft. Hier gibt es Intensive Training, einfach gut für ihn, der direkt und ich auch. Ich meine, das sind dann Starteinheiten gewesen. Er hat jetzt auch sehr viel Geld über. Und hat einfach nach der ersten Runde mal abgewartet, was tue ich so. Und dafür hat er halt direkt ordentlich verloren. Er verkauft jetzt hier seinen Stormcaller und kauft sich dafür ein Fortress. Spannende Strategie. Natürlich hat es hier auf der rechten Seite konnte da alles von mir perfekt. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ich stelle, er createt ihn direkt auf Level 2 ab mit dem Intensive Training. Ich mache das gleiche mit meinem Rhino. Und habe nur ein bisschen Geld zum Ausgeben. Bin mal gespannt, was ich jetzt gleich mit dem Geld noch mache. Entscheide mich für Marksman. Ich glaube, mein Gedanke war in dem Moment halt auch einfach, dass ich gar nichts gegen Luft habe. Und er hatte ja auch eher nur so mittelgroße Ziele und dagegen sind die Marksman eigentlich ganz gut. Mein Plan war, glaube ich, jetzt hier gewesen, dass ich vor allen Dingen seine Arclights hier direkt kille, was ja auch ganz gut funktioniert, wie man sieht. Der Satellit hat jetzt hier drüben halt meinen ganzen Sledgehammer zerstört. Und spannenderweise hat er jetzt auch hier direkt meinen Haku zerstört. Ich frage mich gerade ein bisschen warum, ehrlich gesagt. Naja, wie auch immer, die Runde ist auf jeden Fall verloren, weil er hat den Fortress Level 2. Dagegen kann ich halt nicht so viel tun. Ich werde jetzt noch das eine HQ von ihm zerstören und dann vielleicht noch das zweite, wenn er dahin läuft, macht er auch. Aber gewinnen kann ich die Runde auf keinen Fall. So, und dann gehen wir in die nächste Runde rein. Jede Sekunde, weil sein Debuff ausgelaufen ist. Also man sieht, mit Debuff habe ich eine Chance, aber ohne natürlich überhaupt nicht, weil der Fortress einfach perfekt ist, um das große Einheiten zu zerstören und Rhino ist ja... Also er macht einfach sehr viel DPS gegen Single Targets. So. Mein Gegner wählt Orbital Bombardment. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, was ich jetzt hier wählen will, weil Orbital Bombardment ist an sich eigentlich die beste Karte von denen hier, würde ich sagen. Ist halt die Frage, wie sinnvoll es jetzt aktuell für mich ist. Entschuldigung, muss ich noch kurz mal niesen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt hier auch entschieden, das Schild zu nehmen. Er setzt hier natürlich das Bombardment auf mich drauf und mein Plan, um seinen Fortress zu countern, sind jetzt hier die Phoenix. Macht, denke ich, auch Sinn. Anderer Call wäre vielleicht gewesen, Stormcaller zu nehmen. Allerdings... Ja, ich glaube, es macht einfach auch Sinn, mal ein bisschen Lufteinheiten reinzunehmen.
Und wenn man wirklich DPS haben will gegen Single Target Damage, dann sind Phoenix aber eine gute Wahl. Genau. Ich entscheide mich jetzt hier für keine Schilde auszugeben. Okay, das eine Schild hier in der Mitte mache ich. Was ich mir gerade praktisch über die Karte erkauft habe. Also diesmal einen Satelliten hier drüben gesetzt, der meinen Tanks hier zerstört hat, aber ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, woran die hier alle gestorben sind von ihm. Auf jeden Fall habe ich die Runde sehr gut gewonnen, weil ich einfach seinen neuen Fortress sehr easy gecountert habe. Also an sich ist ja eine interessante Strategie, was er fährt. Ne? Er hat halt einfach wirklich hardcore auf diesen Fortress gesetzt und dafür einfach alles verkauft. Erste Runde gespart, zweite Runde eine Einheit verkauft und dann den Fortress gekauft, direkt abgegraben mit der Fähigkeit Intensive Training. Und er hat jetzt definitiv vor, hier immer mehr Giants reinzugehen. Ich hingegen muss mir jetzt halt überlegen, wie ich mit den Giants klarkomme. Okay, ich gehe jetzt auf die Giant Hunter Karte. Ja, macht Sinn. Ich weiß, dass zumindest ein Giant hat, den zweiten hat sich jetzt dazu gekauft. Und hat dann anscheinend auch direkt mit Intensive Training den upgraded. Ist die Frage, was mache ich dagegen, dass er Giants bringt? Du hast hier die Crawler freigeschaltet anscheinend. Und Crawler sind sich eine ganz gute Antwort, auch gegen seine Fortress, weil ich halt einfach ein bisschen mehr Modelltanks habe. Er setzt jetzt hier auch Fangs vor seine Fortress. Das ist ja auch eine relativ beliebte Strategie, die Fortress mit den Fangs zu kombinieren. Hängt halt auch damit zusammen, dass die halt einfach von den Bewegungswerten her sehr gut zusammenpassen bei 6 Meter die Sekunde. Und zusätzlich ist halt einfach so ein bisschen Meat Shield, ne? Modelltank, wunderbar. Warum nicht? So, ich entscheide mich jetzt dafür, nochmal einen zweiten Rhino zu holen, den einfach in die Mitte laufen zu lassen. Einfach um seine Arc-Leiste zu beschäftigen, damit meine Crawler oder meine eine Crawler-Einheit in dem Fall dann hier besser operieren kann. Man sieht, es klappt so bedingt gut gerade alles. Also hier links, der macht auf jeden Fall ordentlich was kaputt bei mir, wird aber die ganze Zeit hier vom einen Marksman beschossen. Rechte Seite, meine Crawler sind glaube ich alle gestorben, während die Fangs noch am Leben waren. Und linke Seite sehen wir, hat jetzt hier noch ganz viele Fangs, also er spawnt hier auch Fangs. Und so gesehen gewinnt er die Runde jetzt eindeutig, ne, weil den werde ich nicht mehr down kriegen und die Fangs, die jetzt hier spawnen, reichen aus, um meine beiden Phoenix zu countern. Bei 12 Fangs, also 28 Sekunden, ist nicht so mega viel, aber es läppert sich halt, ne, wie man sieht. Und gegen Phoenix ist eine gute Antwort. Was vielleicht dann dafür spricht, dann doch lieber nicht die Phoenix als Antwort gegen die Fortresse zu holen, sondern lieber doch Stormcrawler. Und ich würde jetzt schätzen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde jetzt schätzen, dass ich jetzt auch darauf gehe und Stormcrawler kaufe. Er macht Rhino Drop. Was ich mir hole. Ich würde sagen, einen der drei Karten müsste werden bei mir wahrscheinlich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich überlege da gerne mal ein bisschen länger. War mir vielleicht in dem Moment auch nicht ganz sicher, was ich dagegen spielen möchte. Er hat halt einfach, er geht halt einfach knalllos weiter seine Strategie durch und macht hier seinen Fortress hoch. Das ist zwei Level 3 Fortresse und hat den halt auch relativ am Anfang direkt das Launcher Overload gegeben. Das heißt, alles, was nah an die dran kommt, wird aber gekillt. Das heißt, meine Rhinos sind relativ nutzlos gegen die Fortress. Mit Selbstzerstörung brauche ich ja auch nicht arbeiten, denke ich. Man sieht ja, die haben 150.000 und meine Rhinos gerade bei 44.000 Leben. Das heißt, selbst wenn die explodieren, dann sind die nun, ja, haben die nicht mal ein Drittel verloren. Ich schätze mal, dass es hier wieder der Bug ist, weil ich kriege hier nicht angezeigt, was ich mache. Irgendwo 30 Sekunden vor Ablauf der Rundenzeit werde ich dann doch mal irgendwas nämlich entschieden haben. Deswegen spule ich jetzt einfach mal vor.
um zu gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, mein Gegner hat ja nicht viel Spannendes gemacht, außer seine Fortress upgraded und hier nur ein paar Fenster zugestellt. Okay, hier auch. So, und jetzt sehen wir, ich habe genau das gemacht, was ich gemacht habe. Ich habe mir Stormcrawler Level 2 geholt, 3 Stück davon. Und ist halt aber die beste Antwort gegen von Tanks gecoverten Fortress. Und hier hinten habe ich anscheinend auch noch einen Rhino mir geholt. Wie konnte ich denn jetzt so viele Einheiten rekrutieren, ehrlich gesagt? Vielleicht hatte ich den Rhino auch schon letzte Runde mir geholt. Auf jeden Fall. Wie wir sehen können, wenn jemand genau diese Strategie macht mit Fortress plus Fangs, einfach Stormcaller dagegen setzen und dann war es das, ne? Also, wenn man das macht, muss man irgendwie dafür sorgen, dass die Stormcaller abgelenkt werden. Das ist halt schwierig, weil man das ja absichtlich auch weit vorne hinsetzt, damit man irgendwie mal ankommt, weil die halt so langsam sind. Und da hat anscheinend, er hat es halt einfach ausprobiert wahrscheinlich, hat gedacht, okay, coole Idee. Das ziehe ich jetzt mal durch mit den Fortress und den Fangs dazu. Aber es ist halt einfach relativ leicht counterbar durch Stormcaller und deswegen verliert das Match jetzt ziemlich schnell. Ich denke, viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Es ist einfach so, wenn jemand das macht, baut Stormcaller und good game. Der Ansatz mit den Phoenix funktioniert zwar gegen die Fortress alleine, aber wenn man sie mit Fangs kombiniert, logischerweise gar nicht mehr. Und auch vielleicht als Notiz an mich selber, wenn ich jetzt 4 Fortresses sehe, irgendwann lieber direkt auf Stormcaller gehen. Ich meine, die können natürlich nicht in Luft machen, das ist natürlich der große Vorteil von den Phoenix. Aber ja, gegen diese extrem langsamen Einheiten sind Stormcaller einfach das Beste, was es gibt. Gut, ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.